Das ist ein sogenanntes Smart Home. Der Begriff bedeutet so viel wie intelligentes Zuhause. Ein Haus, das mitdenkt. Es weiß selbstständig, wann geheizt oder gekühlt werden muss. Beschattet einzelne Teile des Hauses anhand des Sonnenstandes und überwacht in Abwesenheit das Eigentum. Das Unternehmen Loxon mit Sitz im oberösterreichischen Kollerschlag bietet seit 2009 Smart Home-Lösungen an. Geschäftsführer Martin Oeller erklärt, wie es funktioniert. Damit man alle diese Dinge realisieren kann, damit das Haus weiß, wann ist das Licht einzuschalten, wann ist das Licht auszuschalten, damit das Haus lernt, wie verhält sich die Heizung, wie viel Energie muss ich hier reinstecken, wann ist die Lüftung zu aktivieren, muss man dem Haus natürlich Intelligenz verpassen. Und genau das ist unsere Aufgabe. Wir haben dem Haus ein kleines Hirn verpasst, dieses kleine grüne Kästchen. Der sogenannte Miniserver steuert und regelt alle diese Dinge für den Benutzer im Hintergrund. Bewohner eines Smart Homes können auch von unterwegs jederzeit auf ihr Heim zugreifen. Auf Smartphones oder Tablets kann beispielsweise auf dem Weg von der Arbeit bereits die Sauna eingeheizt werden. Klingelt es an der Tür, ist das Tablet Gegensprechanlage und Türöffner in einem. Technikmuffel müssen sich aber nicht abschrecken lassen. Natürlich kann man in Dinge eingreifen, natürlich schaltet man nach wie vor ein Licht noch per Hand. Und da muss man ganz ehrlich sagen, so smart das Haus ist, das beliebteste Instrument zum Bedienen des Hauses ist der ganz klassische Schalter. Den kann jeder bedienen, den kann die Großmutter bedienen, den kann ich bedienen, meine Frau, die Kinder. Das heißt, das iPad, das man so gerne erwähnt im Zusammenhang mit dem Smart Home, ist sehr schön, ist ein nettes Gimmick. Man kann von der Ferne zugreifen, aber ist sicher nicht das Standard-Bedieninstrument. Die einzelnen Funktionen greifen auch ineinander über. Beim Abendessen genügt ein Knopfdruck, um das Licht zu dimmen und die Musik einzuschalten. Geht man ins Bett, lassen sich mit einem Handgriff alle Geräte deaktivieren und das Licht im Schlafzimmer geht an. Ein Aspekt, der uns zum Beispiel sehr wichtig war, ist das Thema Pool. Jeder, der einen Pool hat, kennt dieses Thema. Es sind große Ängste damit verbunden, dass da was passieren könnte. Nicht nur mit den eigenen Kindern, sondern auch mit den Nachbarkindern. Es lassen sich Dinge realisieren, wie die Kinder öffnen die Kuppel in Abwesenheit der Eltern. Und das löst wieder einen Alarm aus, der dazu führt, dass im ganzen Haus die Lichter blinken, ein Anruf abgesetzt wird oder solche Dinge. Die sogenannte Smart Home Technologie kann übrigens auch in allen bestehenden Häusern und Wohnungen nachgerüstet werden. Mit rund 3.000 Euro muss man beim Einstieg rechnen.